Benvenuti. Herzlich willkommen zu meinem Video über drei Dante Comics. Ich werde Ihnen nun diese drei Comics vorstellen. Dante Alighieri ist 2015 in Italien im Kleiner Flugverlag erschienen, die Neuausgabe mit dem Untertitel Amor Mi Mosse 2018. Für das Sujet und die Gesamtkonzeption war Alessio Duva verantwortlich, für die Texte er und Filippo Rossi und für die Zeichnung Stefanie Astrid Lucchesi. Der Comic umfasst sowohl die Commedia als auch die Vita Nova, die in ihren Grundzügen skizziert und veranschaulicht wird. Der Comic ist primär an Jugendliche adressiert, der ja wie ein Entwicklungsroman bzw. eine Bildungsgeschichte konzipiert ist. Auf der einen Seite entdeckt Dante durch die intensive erste Liebe zu Beatrice sein poetisches Talent und entwickelt sich zum Dichter. Auf der anderen Seite bekommen die LeserInnen einen Einblick in Beatrices Leben und wie sie vom Kind zur Frau heranwächst. Diese doppelte und reziproke Perspektivierung sorgt, wie Annette Simonis in einem Artikel von 2019 gezeigt hat, für eine Gendersymmetrie. Beatrice ist nicht mehr Objekt, sondern agierendes Subjekt. Am Anfang steht ihre Gedankenwelt im Vordergrund, die im Laufe des Comics wiederum abnimmt. Dantes Innenwelt wird zwar zunehmend stärker dargestellt, jedoch gibt es stets eine weibliche Erzählinstanz. Der Fokus liegt auf Dante und Beatrice. Da Dantes Leben nicht linear verläuft, das heißt, in seinem Leben gibt es viele Höhen und Tiefen, wie zum Beispiel die Liebe zu Beatrice, seine Depressionen und die Jenseitsreise, entsteht ein narratives Spannungsfeld mit hohem Anregungspotenzial. Das Comic-Autoren-Team verfolgt eine psychologisierende Interpretation und Plausibilisierung. Seine Depressionen haben ihn erst dazu gebracht, diese Jenseitsreise anzutreten. Das Autorenteam hat eine Aktualisierung der Sprache vorgenommen, indem es Dantes Texte von der mittelalterlichen Modellierung gelöst hat. Es fand demnach eine Demedievalisierung, vergleiche Klaus W. Kämpfer, statt. Die Sprache wurde zwar weitestgehend an das heutige Standarditalienisch angepasst, jedoch ist der Text von Archaismen durchzogen, wie zum Beispiel Messer statt Signor, Madonna bzw. Monna statt Signora, Porco statt Po, Porte statt Po und Elle statt Loro. Außerdem gibt es in der Mitte des Comics eine Rezitation der Canzone Donne Cavete Intelletto d'Amore aus der Vita Nova. Der Comic weist demnach ein Prosimetrum auf, also Prosa und Lyrik. Das fünfstrophige Gedichtzitat aus 75 Versen stellt sowohl in der Vita Nova selbst als auch in Amor Mi Mosse einen Kulminationspunkt in Dantes Leben als Dichter dar. Nachdem er gefragt wird, warum seine Liebe zu Beatrice eine außergewöhnliche sei. Durch die zeichnerische Präsentation vom Close-up zur Vogelperspektive entsteht eine ganz besondere Dynamik. Die Canzone ist vor allem für diejenigen herausfordernd, die sich zuvor wenig mit Dante beschäftigt haben. Doch die Autoren sind dieses Risiko eingegangen, um zur Originallektüre anzuregen. Der Comic enthält intermediale Referenzen auf die bildkünstlerische Rezeptionsgeschichte von Dantes Commedia. Es gibt einige Verweise auf präraphaelitische Kunstwerke aus dem viktorianischen England des 19. Jahrhunderts. Diese Bildzitate werden in die Bildsequenzen integriert, sodass im Betrachter Bilderinnerungen an eine ältere ikonografische Tradition geweckt werden. Zuerst wird im Kapitel Il Saluto di Beatrice auf das Gemälde von Henry Holiday verwiesen. Annette Simonis schreibt dazu, Lucchesi verwendet Holidays Tafelbild nicht allein als statische Vorlage, sie lotet in der zugehörigen Sequenz einen dynamischen Raum rund um die Figuren des Gemäldes aus, in einer Art Perspektivwechsel, der an einen filmischen Kameraschwenk erinnert.
Dadurch durchbricht die Künstlerin die statische Sicht auf Holidays Figurengruppe, erhöht das Spannungsverhältnis zwischen den Personen und betont die Dynamik des Geschehens, die mit Dantes innerer Bewegung korrespondiert. Zweitens findet sich im folgenden Kapitel La Visione d'Amore eine Referenz auf eine Illustration von Evelyn Paul. Während in Pauls Illustration Blau- und Grüntöne vorwiegen, benutzt Lucchesi bewusst Rot- und Orangetöne, die Erotik und sexuelle Triebe repräsentieren. Dadurch, dass Dante und Beatrice in Amor und Mimose nie in einem Panel zu sehen sind, wird die Unerreichbarkeit da Beatrices für Dante in diesem Moment unterstrichen. Außerdem ist die Bildkomposition im Kapitel La Seconda Donna dello Schermo von einem Gemälde von Dante Gabriel Rossetti inspiriert worden. Während Amor in Rossettis Gemälde eher im Hintergrund ist, fungiert er bei Lucchesi in der triangulären Beziehung Dante, Amor, Beatrice als Vermittler. Sowohl das Gemälde als auch das Panel selbst sind von Trauer und Melancholie geprägt. Jedoch repräsentiert die Farbe Grün Hoffnung und Rot die Liebe. Auf der nächsten Seite gibt es einen Verweis auf eine Illustration von Gustave Doré. Dantes Divine Comedy, A Graphic Adaptation, ist 2010 in den USA im Bloomsbury Publishing Verlag erschienen und wurde vom Grafikdesigner, Illustrator und Typografen Seymour Quast erschaffen. Hier sehen Sie die italienische Ausgabe. Der Comic ist wie ein Krimi bzw. eine Detective Story konzipiert. Dante und Vergil gehen auf Wahrheits- und Erkenntnissuche, und zwar eine Wahrheit, die unseeable to mere mortals ist. Vergleiche Seymour Quast. Der Zeichenstil ist lakonisch stilisierend und kunstvoll einfach. Wie Monika Schmitz-Ehmann gezeigt hat, zeichnet sich der Comic einerseits durch altbekannte Dante- bzw. Commedia-Elemente aus, andererseits durch Referenzen auf die moderne Alltagswelt. Diese Überblendung bzw. humoristische Kontrastierung von dantischem Inhalt und Moderne sorgt für eine Hybridisierung der Commedia- und Alltagsmotive. Um Verulkung geht es Quast jedoch nicht. Vielmehr um die Effekte der Hybridität, die den Comic besonders machen. Bis auf das Buchcover ist der Comic in Schwarz-Weiß gehalten und zeichnet sich vor allem durch schwarzen Humor aus. Figuren und Setting sind nach dem Film Noir der 40er und 50er Jahre stilisiert und modelliert. Die Sprache ist ebenfalls an den lakonischen Stil des Film Noir angepasst worden. Auf der sprachlichen Ebene lebt der Comic von knappen Nacherzählungen in Form von narrativen Kommentaren, teils in Gestalt von Sprechblasen. Außerdem werden oft Bildmotive nur betitelt, Figuren und Orte etikettiert oder mit knappen Bildlegenden versehen, vergleiche Monika Schmitz-Ehmanns. Beim Erzählstil hat sich Quast an Unterhaltungsliteratur aus den 30er Jahren orientiert, vor allem an Dashiell Hammett. Meistens wird ein Kanto auf einer Seite illustriert, womit ein beschleunigtes und rastloses Erzähltempo entsteht, was mit einer Großstadt in den 30er Jahren korrespondiert. Der Comic zeichnet sich durch seine intermedialen Verweisstrukturen aus. Das Aussehen Dante ist von Humphrey Bogart in seiner Paraderolle des Sam Spades aus der Verfilmung von Dashiell Hammetts Roman Der Malteser Falke aus dem Jahr 1930 inspiriert worden. Die Verfilmung Die Spur des Falkens von John Huston aus dem Jahr 1941 ist stilbildend und gilt als erster Vertreter des Film Noir. Das Konzept des Infernos am Anfang des Comics erinnert an ältere Kunstwerke. Darüber hinaus verweist der Comic auf sich selbst bzw. auf das Medium Comic in dem Panel, in dem Ugolino seinen Erzfeind Ruggeri
wie ein Blatt Papier ist. Zusammenfassend ist die Art, wie der Comic dargestellt wird, inspiriert von den 30er bis 50er Jahren und referiert auf eine bestimmte Zeit, wohingegen das, was dargestellt wird, also die Geschichte, zeitlos ist. L'Inferno di Topolino ist in Italien von Oktober 1949 bis März 1950 in den Topolino-Magazin Nummer 7 bis 12 in 6 Teilen jeweils monatlich erschienen. Guido Martina war für den Text verantwortlich und Angelo Bioletto für die Zeichnungen. Da sich das Topolino-Magazin in der zweiten Hälfte des Jahres 1949 generell von seiner amerikanischen Modellierung gelöst hatte und die Geschichten von da an in mehreren Teilen publiziert wurden, haben dementsprechend auch die Autoren den Dante Topolino an das neue, fritzungsähnliche Format angepasst, wie Deborah Baratin herausgearbeitet hat. Ursula Winter hat gezeigt, dass sich der Comic vor allem durch seine intermedialen Referenzen auf die damalige Popkultur auszeichnet. Die Charaktere aus dem dantischen Universum werden alle von Figuren aus dem Disney-Universum, sowohl aus den Silly Symphonies als auch aus anderen Disney-Filmen, dargestellt. Durch die Hybridisierung der beiden Universen entsteht eine einfache und schnelle Identifikation mit der narrativen Welt für die Kleinsten. Somit fungiert der Comic als einführende Lektüre, um das Interesse an der Originallektüre zu wecken. Die dantische Metrik wird beibehalten, da sich 11-silbige Terzinen durch den gesamten Comic, außer durch die Rahmenhandlung, ziehen. Es wird ein archaisierendes Vokabular verwendet, wie zum Beispiel Quinci statt die Qui, Messere statt Signore und Salutomi statt Salutami. Außerdem finden sich auch auf der sprachlichen Ebene intermediale Verweise in Form von Zitaten, entweder auf Dantes Commedia selbst oder auch auf andere Schriftsteller, wie zum Beispiel Aristoteles. Ironischerweise wird statt des Eingangsverses nur das Wort Guachandaraba benutzt. Damit setzen die Autoren voraus, dass bekannte Verse wie der Eingangsvers im kulturellen Bewusstsein der Dante-LeserInnen verankert sind. Intermediale Referenzen gibt es jedoch nicht nur auf der sprachlichen Ebene, sondern auch auf der visuellen. Es wird auf die bildkünstlerische Rezeptionsgeschichte von Dantes Commedia verwiesen. So finden sich direkte und indirekte Verweise auf die Illustrationen von Gustave Doré. Darüber hinaus gibt es eine Referenz auf Pinocchio, als die Moral von Carlo Collodi übernommen wird, um Gewalt gegen sich selbst und gegen Sachen anzuprangern. Die Kinder gehorchen nicht und benehmen sich schlecht, können jedoch erlöst werden und ins Paradies gelangen, wenn sie versprechen, sich brav und artig zu benehmen. Somit enthält der Comic auch eine erzieherische Didaktik. Außerdem fehlt es dem Comic nicht an Aktualisierungen. Es gibt eine Anspielung auf Hiroshima, als Goofy sagt, Mamma mia, è peggio di una bomba atomica. Am Ende werden die Autoren selbst in der Giudecca gefangen gehalten. Dante tritt als Figur auf und will wissen, weshalb die Comiczeichner ihn mit der Form der Parodie betrogen haben. Mickey erklärt ihm, sie hätten das nur zum Spaß der Kinder gemacht. Daraufhin manifestiert Dante seine optimistische Hoffnung auf ein besseres Italien. Außerdem wird auf den technischen Fortschritt, den es zu Zeiten Dantes noch nicht gab, verwiesen, zum Beispiel als Vergil Goofy Dante Mickey auf einem Fahrrad zu Hilfe eilt. Vergleiche Ursula Winter. Dadurch entsteht einerseits Humor und Komik, andererseits wird die Distanz zwischen LeserInnen und dem mittelalterlichen Universum, in das Mickey und Goofy zuvor buchstäblich hineingesaugt wurden, verringert. Schließlich ist ersichtlich, dass sich die drei vorgestellten Comics jeweils an eine andere Generation richten. Amon Mimosse
Wegen seiner Bildungs- bzw. Entwicklungsgeschichte an Jugendliche, Cross-Adaption wegen des schwarzen Humors an Erwachsene und der Dante Topolino an Kinder, weil die dantische Welt mit dem Disney-Universum hybridisiert wird. Auf der sprachlichen Ebene finden sich bei Amor Mimosse und beim Dante Topolino Archaismen, wie zum Beispiel Messere statt Signore. Cross-Adaption hingegen lebt sowohl auf der sprachlichen als auch auf der visuellen Ebene von einer lakonisch stilisierenden Simplizität. Was alle drei Comics gemeinsam haben, sind die intermedialen Verweisstrukturen auf die bildkünstlerische Rezeptionsgeschichte oder auf Filme. Wie zum Beispiel den Film Noir oder auch Disney-Filme oder Disney-Kurzfilme. Somit gehen die Comic-Adaptionen über eine bloße Nacherzählung hinaus und bilden eigenständige Kunstwerke. Danke fürs Zuhören. Grazie mille. Die Quellen sehen Sie hier und in der Infobox.